So, Hallöchen, hier bin ich wieder. Und wir waren schnell im Obi und haben Hasenfutter eingekauft. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Und wisst ihr was? Ich muss richtig, richtig doll auf Toilette. Das ist nicht so berauschend. Das ist gar nicht schön, während dem Autofahren auf die Toilette zu müssen. Man steht etwas unter Druck. Lustiges Wortspiel. Ja, ich stehe jetzt hier auch ziemlich unter Druck. Und ich zappel hier schon die ganze Zeit auf dem Sitz rum. Aber ändern wird das daran auch nichts. Das ist auf jeden Fall ziemlich stressig. Oh, fahrt schon. Oh, Gott sei Dank geht's ein bisschen vorwärts. Und ich muss auf die Toilette richtig, richtig pullern. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Wie kann man nur so ruckartig so auf die Toilette müssen? Geht ja gar nicht. Ich hoffe mal, das legt sich wieder. Ich muss nämlich eigentlich noch in Lidl. Ja, schon wieder. Ich muss schon wieder in Lidl. Mama mia. Kann mir nicht jemand ein Töpfchen bringen, dass ich hier ein bisschen reinpullern kann ins Auto? Ich meine, ich könnte ja eigentlich voll in mein Auto reinpullern, aber das müsste ich ja nachher auch wieder putzen. Und ich glaube, dafür drücke ich mir das Ganze lieber noch ein bisschen. Weil das wäre... Oh, das wollte der Gang nicht reingehen. Das Ganze wäre nicht so berauschend, wenn ich hier einfach mal so in mein Auto schiffen würde. Abartig. Schon allein der Gedanke, da muss ich mir an den Kopf fassen. Wie kann man nur in sein Auto schiffen? Also bei mir kommt heute auch noch wieder Krütze raus. Und ihr seht schon, ich habe heute noch kein einziges Mal aber was soll's gesagt. Ich habe mir das, was Kelle gemeint hat, einfach zu Herzen genommen. Ich soll nicht so oft aber was soll's sagen. Naja. Ich habe es heute noch kein einziges Mal auf jeden Fall gesagt. Ich versuche mich anzustrengen. Und da steht einer einfach so auf dem Standstreifen. Ich glaube, da hat es jetzt gerade geknallt. Ja. Das ist immer so. Der Herr hier packt schon einen Geldbeutel aus. Beziehungsweise der holt bestimmt die Versicherungskarte. Das sollte er auf jeden Fall machen. Aber er sagt hier, ich gebe dir 100, 200 Euro und die Sache ist erledigt. Aber ich an dem seiner Stelle würde das nicht machen. Ich würde mir den Schaden total bezahlen lassen. Ja. Weil es bringen einem 100, 200 Euro. Ja gut, wenn man jemanden so im Hinterhalt hat, der sich Kfz-mäßig auskennt und sagt, ja, ich tue dir das lackieren oder ich tue dir das wieder herrichten und da machen wir halt so zwischen uns aus. Und ach, das war gerade ein Porsche neben mir. Ja, das machen wir dann so zwischen uns aus, dann mag das vielleicht noch gehen. Aber in meinem Fall, ich müsste dann wirklich jemanden suchen, beziehungsweise einen Gutachter, der das Ganze schätzt und der dann auch sagt, ja, also so und so viel kostet das Ganze und dann lassen wir das auch reparieren. Beziehungsweise in meinem Fall jetzt bei Audi kann das schon richtig, richtig teuer werden. Ja, und der bremst halt einfach, genau so ein Vogel. Mann. Also manchmal frage ich mich, ich bin im Irrenhaus. Ey, das geht doch nicht. Ja, du fahr raus, mein Freund. Freund der Sonne. Und ich schimpfe einfach mal nicht. Ich schimpfe einfach mal nicht, weil die Sonne scheint. Und ich muss auf Toilette. Schon allein deshalb fange ich nicht an zu schimpfen. Wir fangen nicht an zu schimpfen. Und oh, ich muss noch auf die Bank. So ein Mist. Obwohl ich so doll pipi muss, muss ich auf die Bank. Mama, ich muss aufs Klo. Mann. Gibt's doch nicht. Mann.
Mann. Klo, 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 Klo. Das gibt's doch nicht hier. Aber ich muss wirklich auf die Bank, ich muss was einzahlen. Weil ich habe mir gestern zwei Bücher bestellt. Und einmal Seelen von Stephanie Meyer. Das ist die Autorin, die auch die Twilight-Bücher geschrieben hat. Und dann Der Golem. Könnt ihr ja mal reinschauen, vielleicht findet ihr dazu was Interessantes. Das sind auf jeden Fall die zwei Bücher, die ich mir jetzt bestellt habe. Und deshalb muss ich jetzt noch Geld einzahlen. Weil wegen 2 Euro. Nö. Blödes PayPal immer. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier irgendwie dann wenden kann. Das machen wir jetzt mal einfach so. Zacki, 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 zacki. Din, 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 din. Und wir stehen. So. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe kurz auf die Bank. Bis gleich. Tschüssi. So, und zack, hier bin ich wieder. Schnell mal 5 Euro aufs Konto eingezahlt. Muss auch sein, denn ich sollte vielleicht nicht gerade rückwärts fahren, wenn hinter mir Leute kommen. So, jetzt aber. So, müssen wir ganz kurz warten. Sonst kommen wir hier nicht raus. Und ich muss immer noch auf die Toilette. So. So, jetzt haben wir die Geschichte hier. Dim, 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 dim. So, kommt keiner. Und es ist grün und wir fahren. Wir fahren in Puff nach Barcelona. Nein, wir fahren natürlich nicht in Puff nach Barcelona. Was will ich auch in den Puff? Oh Gott, sie hat Puff gesagt. Ja, 666, Puff, Puff, Puff. Nein, sowas machen wir nicht. Das machen wir einfach nicht. So, jetzt sind wir wieder gleich am Lidl. Dann gehe ich schnell einkaufen und dann werde ich auch hier das Video dann gleich bearbeiten und hochladen. Din, 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 din. Ja, komm so raus aus deiner Parklücke. So. Dann sind wir da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, euer Butz.